Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Ja, ihr seht richtig, ich habe meinen alten Hintergrund mal rausgekramt. Und das hat auch einen gewissen Grund. Und zwar bei diesem Video, das ist schon ein sehr älteres Video, was ich nie irgendwie online gestellt habe, weil ich einfach irgendwie nicht dazu gekommen bin. Jetzt habe ich die Zeit gehabt, das mal zu schneiden und für euch online zu stellen. Bei dem Video geht es eigentlich nur darum, ich war damals unterwegs mit meinem Kumpel zusammen in Bremen, er mit seinem Audi S4 B5. Das Auto sieht mittlerweile nicht mehr so aus wie auf dem Video. Ich kann euch hier mal ein kleines Bild einblenden. Ansonsten, ich war unterwegs mit meiner NZ Bagheera noch, die ich damals hatte. Und ja, wenn ihr wollt, dass wir zu den Audi S4 zum Beispiel ein Video machen, wie der Umbau stattfand, was alles umgebaut wurde, etc., 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 einfach mal so ein Komplettpaket, dann lasst gerne ein Like da, kommentiert gerne und abonniert gerne. Und dann wissen wir auf jeden Fall, dass wir dazu auch ein Video machen. Also ich wünsche erstmal viel Spaß bei dem Video und stay tuned, ne? Und rein. Moin moin meine Freunde. Willkommen auf ein neues Video auf meinem Kanal. Ich habe ja gesagt, ich mache hier ein kleines Video mit den S4 meines Kumpels. Wir haben ja leider jetzt schon ein bisschen die Dunkelheit angefangen. Wir werden auch auf jeden Fall, denke ich, noch mal im Sommer nächstes Jahr ein kleines Video machen, wo wir in hellen fahren. Aber hier habt ihr erstmal nur einen kleinen Überblick, auch wenn er vielleicht nicht so viel erkennt, hier im Dunkeln, wie er so klingt, was er so macht. Das ist nämlich nicht verkehrt. Wir sind hier gerade in Bremen-Habenhausen, waren gerade bei Meckes essen und ja, und starten jetzt dementsprechend auf die letzte Tour wieder nach Bremen rein. In den letzten Videos habt ihr ja ein bisschen ein paar mehr Motorradfahrer gesehen. Das ist auch hier noch derselbe Tag. Und ich habe mir aber gedacht, obwohl es jetzt dunkel ist, starten wir hier ein bisschen noch mit einem kleinen Video, mit einer kleinen Vorvorstellung des S4. Also es ist kein normaler S4 auf jeden Fall. Es ist ein S4, der, lass mich jetzt raten, K06 Lader hat. Ich kenne mich bei dem ganzen Thema nicht so aus. Auf jeden Fall sind wir jetzt so ungefähr hier bei 500 PS da vorne. Und geht schon gut voran auf jeden Fall. Wir haben noch extra noch mal ein bisschen warm gelaufen, damit er dann bei dem einen bestimmten Tunnel, wo wir uns so sehen, wo wir uns kennen, oder den es hier in Bremen gibt, auch kleine Sachen hören können. Ja, wie gesagt, ist ein bisschen frisch jetzt geworden im Dunkeln und natürlich auch ein bisschen dunkel. Aber sobald wir hier in der Innenstadt ankommen, haben wir auch wieder Licht. Ich werde gleich mal hier ein bisschen links rüber fahren. Genau. Zurzeit steht er hier auf Winterreifen und ja, ist auf jeden Fall ein schickes Gefährt. Ich werde jetzt mal ein Stück vorfahren,
dass er dann vorbeiziehen kann. Hier ist jetzt der Tunnel und er kommt. Da war. Genau. Hört sich auf jeden Fall gut an. Ich hoffe, das in der Kamera hat die Audioaufnahme relativ gut überstanden. War auf jeden Fall nicht verkehrt. Also er ist, wie gesagt, schon warm gelaufen. Sowas macht man normalerweise nicht, wenn er kalt ist. Deswegen haben wir ein bisschen warm laufen lassen vorher. Und ich werde euch auf jeden Fall vielleicht nochmal ein paar Daten liefern. Die werde ich euch jetzt hier so ein bisschen einblenden. Was umgebaut wurde bei dem Auto. Es ist auf jeden Fall ein sehr gut gepflegter Wagen. Nein, er will ihn nicht verkaufen. Er ist einfach voll in Ordnung. Na. So, jetzt müssen wir auch mal ein bisschen Platz machen hier für die Hinterfahrenden. Weil wir wollen ja nicht den Verkehr behindern, ne? Das gute Taxi hat es wieder eilig hier. Genau, wir sind auf jeden Fall noch ein bisschen hier am Start. So. Und ja, mal gucken, wie es so weiterläuft. Ja, was kann ich euch noch dazu erzählen? Also er hat ihn damals gekauft für knappe 5000 Euro. Bloß da war das Auto nicht wirklich im perfekten Zustand mehr gewesen. Also der Motor von dem Auto war jetzt auch schon ein paar Mal draußen gewesen, um das zu erneuern, um dies zu erneuern und jenes. Und dann war der Motor wieder drinnen gewesen und dann hat man wieder was gefunden, was wieder irgendwo schlecht zu reparieren ist. Also kam der Motor dann wieder raus und das ist alles nichts gewesen. Aber jetzt ist er eigentlich relativ gut auf dem Stand. Motortechnisch auf jeden Fall, wo man echt nicht meckern kann. Hat man ja jetzt, denke ich, gehört oder gesehen. Und 500 PS Allrad Quattro ist schon nicht verkehrt. Genau. Wir sind jetzt noch auf dem Weg. Wir fahren jetzt noch zu den Herren Kollegen hier nach Hause. Und zwar um zu gucken, weil er hat jetzt sich eine Xbox One S geleistet. Und dazu gab es natürlich auch das neue Forza-Spiel. Und das möchte ich mir mal angucken, wie das so qualitätsmäßig jetzt aussieht, weil ich bin noch jemand, der halt Xbox 360 hat und sonst nichts. Geht ab, ey. Junge, Junge, Junge. Er ist halt echt flink unterwegs, das kann man auf jeden Fall sagen. Ey. Natürlich alles nach den ganz normalen StVO-Gesetzen. Alles erlaubt.
angeblich. Ja, und jetzt sind wir auch gleich hier angekommen bei ihm zu Hause. Damit beende ich auf jeden Fall das Video. Es wird auf jeden Fall noch ein Video von den Audi geben, bei hellen, bei Sommerreifen etc. Aber das werden wir dann nächstes Jahr auf jeden Fall in Angriff nehmen. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich werde euch, wie gesagt, im Laufe des Videos noch so ein paar Daten einblenden. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß und haut erstmal rein. Ciao, ciao. Ja, alles drauf gehabt. Hallo.